Hallo YouTube und willkommen zu einer neuen Folge VTS 5. Ihr wisst schon, sogar 5 Minuten nenne ich das nerdige, geekige Zeug der letzten Woche zusammentrage. Fangen wir an. Ihr merkt es vielleicht, ich bin etwas überdreht, ein bisschen aufgekratzt. Wir haben jetzt 2 Uhr nachts. In wenigen Stunden geht's fürs VTS wieder zum Flughafen. Es geht in die USA und ich habe mal wieder alles gleichzeitig versucht zu machen, Videos vorzubereiten, zu packen, nichts zu vergessen. Und deswegen versuche ich das jetzt konzentriert über die Bühne zu kriegen. Highlights der Woche. Es gab diesmal 2. Zum einen wieder Googles jährliche Entwicklerkonferenz, die Google I.O. 2019. Neue Hardware wurde vorgestellt, Nest Home Max. Nest ist jetzt die neue Übermarke, unter der Google die ganzen Smart Home Sachen jetzt wirklich bündeln möchte. Und natürlich auch neue Smartphones, die Pixel 3a und 3a XL. Googles Angriff in die, Privatsphäre zum kleinen Preis. Google und Privatsphäre, ja. Google möchte euch A helfen und B euch Privatsphäre geben, indem sie euch mehr Kontrolle geben, welche Daten ihr mit Google teilt. Es wird zukünftig ein Incognito-Mode für Maps geben, dass auch da nichts mehr gespeichert wird. Das wird dann auch noch erweitert auf andere Google-Dienste, wie zum Beispiel YouTube und News und noch andere Dinge. Aber es gab natürlich auch Ankündigungen, wie dass der Google Assistant jetzt noch besser funktionieren soll. Das Ganze soll in Zukunft auch offline funktionieren, wenn ich zum Beispiel mich mit dem unterhalten möchte, um dann in Zukunft zwischen Apps hin und her zu wechseln, um Fotos zu verschicken, Google rückt die Privatsphäre in den Vordergrund. Jedoch bitte im Hinterkopf behalten, Google macht nach wie vor seine meiste Kohle, über 80% nach wie vor, mit Werbung. Je besser die Werbung, je maßgeschneiderter die Werbung ist, was sie mit mehr Daten von euch können, desto mehr Kohle verdienen die daran, weil die Werbetreibenden natürlich dementsprechend mehr bezahlen, wenn die Werbung zielgerichtet ausgeliefert wird. So, nichtsdestotrotz, es gibt mehr Inkognito-Modi, es gibt mehr Kontrolle, was ihr für Daten teilt. Finde ich ja schön. Geben wir Google mal den Vorschuss. Und apropos Vorschuss, es gab einen Vorgeschmack auf die Android Q-Version, also Android Q, Android dann 10. Wofür Q steht, wissen wir immer noch nicht. Es wird einen Dark Mode geben, es wird Digital Health Being Modi geben, es gibt einen Yoga-Modus, es gibt mehr Kontrolle für Eltern, die ihre Kinder freischalten können, sagen wir es mal so. Und die Beta ist dafür jetzt gestartet. Für 21 Geräte erster verschiedenste Hersteller kann man jetzt anfangen, sich mit den neuen Wischgesten beschäftigen und einfach mal mit rumspielen. Ich an dieser Stelle empfehle das Ganze aber natürlich nicht für den produktiven Einsatz. Und das zweite Highlight, der Funktarif von Freenet. Freenet ist hingegangen. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es ist ein Tarif, den ich eigentlich nur über die App steuern kann. Das kennen wir ja von anderen. Dann ist es ein Tarif, den ich nur per PayPal bezahlen kann. Da könnte man jetzt ja schon sagen, das ist jetzt neu. Aber es ist gleichzeitig auch ein Tarif, der täglich oder ein Angebot, das täglich abgebucht wird. Entweder für 69 Cent, für ein begrenztes Megabyte- oder Gigabyte-Datenkontingent oder 99 Cent, also 1 Euro pro Tag für unbegrenztes Datenverbrauchen. Natürlich im Netz von O2. So, und jetzt rechnen wir das Ganze mal hoch. 1 Euro am Tag, 30 Tage, da sind wir jetzt bei 30 Euro für eine richtige Datenflatrate. Ich glaube, dann zwar down irgendwie limitiert auf 225, wenn man das bei O2 mal kriegt. Ich weiß, hier und da gibt es Flecken und ab dann halt auf die 50. Aber ich meine, endlich sind wir da. Also wirklich, wirklich bezahlbar. Nichts mehr mit 80, 70 und 60 Euro, wie wir es bei Telekom, Vodafone oder O2 kennen, sondern wir sind jetzt bei einer Unlimited für 30 Euro im Monat. Wie krass ist das denn? Also Piep auf Steuerung mit der App oder mit PayPal bezahlen. Aber ich meine, 30 Euro im Monat, da fühlt man sich ja fast wie in anderen europäischen Ländern. Wobei ich weiß, es gibt auch genügend europäische Länder, wo mobile Datendinger teurer sind. Drin enthalten ist natürlich dann Allnet, Flat und SMS-Zeug. Jetzt kommt aber die Kehrseite. Da sagen einige, Moment, ich denke, das ist das Netz von O2, mit dem ich persönlich gute Erfahrungen mache. Deswegen hatte ich auch verlängert, aber andere Geschichte. Man kann das Ganze nur in Deutschland nutzen. Es gibt kein Roaming dabei. Jetzt schreiben Sie im Kleingedruckten bei Freenet oder kündigen es halt an. Ja, wir arbeiten auch daran, dass unsere Nutzer vielleicht anderen Zugriff auf andere Netze bekommen. Da ist mein Tipp, dann läuft das aber wahrscheinlich wie bei 1&1 für entsprechend mehr Kohle, wenn ich dann ein D-Netz wähle. Und das zweite ist, wir arbeiten auch daran, dass Roaming funktionieren wird. Da ist auch jetzt mein Tipp schon mal, das wird natürlich dann auch mit Einschränkungen. Ne? Dann kriege ich im Ausland halt nur 23 GB oder sowas. Aber das sind ungelegte Eier.
Wer es drauf anlegt, kann jetzt für 30 Euro in Deutschland im O2-Netz unbegrenzt surfen. Wie krass ist das denn? Endlich. Und auch endlich, Sonos hat angekündigt, sie starten jetzt endlich mit der Integration vom Google Assistant in den USA ab nächster Woche erhältlich. Bei uns steht es noch in den Sternen für den Sonos One, egal ob erste oder zweite Generation, und den Sonos Beam. Also die Dinger, die sowieso schon die Amazon-Integration haben. Jetzt endlich wird das Versprechen wahrgemacht. Der Google Assistant kommt. Und apropos später, die NASA möchte ja 2028 wieder Menschen auf den Mond bringen. Einige Politiker sagen jetzt, 2024 wäre da noch viel besser. Da sind wir nämlich vielleicht noch im Amt. Und Jeff Bezos, der Amazon-Chef, hat jetzt Blue Moon vorgestellt. Der betreibt ja auch seine eigene Weltraumfirma, wie eigentlich jeder Millionär, Milliardär heutzutage. Ich finde das auch sehr schön, ne? Man kennt es, wir kannten es früher nur aus Zeichen aus Sci-Fi-Stories, die Privatisierung des Weltraums, und heute sind die treibenden Kräfte dahinter wirklich Tony Stark und ja. Auf jeden Fall, Blue Moon, seine Weltraumlandefähre, Platz für 4 Fahrzeuge, Haus, Kind, Hund, Maus, was man alles auf dem Mond braucht. Jetzt nur vorgestellt, und er sagt natürlich, das ist jetzt keine Ankündigung, dass er es macht. Es war, ging eher in die Richtung, guck mal, was wir können, wir haben hier schön alles vorbereitet. Liebe NASA, gib uns doch mal einen Auftrag. Und dann hatten wir noch so kleinere Meldungen. Microsoft hat angekündigt, die altbekannten Power-Toys für die Profi-Nutzer jetzt auch zurück in Windows 10 zu integrieren. AldiTalk erhöht das Datenvolumen. Ja, wird ja auch mal Zeit, nicht unbegrenzt, aber es gibt mal ein bisschen mehr zum alten gleichen Preis. Und YouTube Music. Letzte Woche habe ich noch Witze drüber gemacht. Jetzt kommen die Zahlen, dass angeblich 15 Millionen zahlende Nutzer da sind. Also ich meine, boah, klar, das ist der komplette Kosmos, was man da so sieht. Aber das ist doch schon mal eine Hausnummer. Und dann gibt es noch so ein bisschen Gerüchteküche. Nächste Woche soll angeblich Motorola das Motorola One Vision vorstellen. So ein 200-300-Euro-Gerät. Bin da mal ein bisschen skeptisch. Erste Fotos von angeblichen Bose 35er-Nachfolgern sind aufgetaucht. Neues Design, USB-C. Und angeblich wurde an Noise Cancelling mal wieder krass gearbeitet. Wobei, Bose hat, glaube ich, immer so Juli, August, September seine neuen Kopfhörer vorgestellt. Ich denke mal schon, dass dieses Jahr endlich wieder was kommt. Und dann hatten wir noch was Neues vom Samsung Galaxy Fold. Da macht die Gerüchteküche angeblich auch, ne? Samsung hat den Fehler gefunden, behoben. Und jetzt in den nächsten Tagen wollen sie einen neuen Starttermin raushauen. Kommen wir noch zur Unterhaltung der Woche. Detective Pikachu ist in den Kinos angelaufen. Ich war leider noch nicht drin. Ich habe ja keine Zeit. Aber jedem, von dem ich das gehört habe, war restlos begeistert, was mich persönlich ja sehr freut. Ich selber bin wenigstens dazu gekommen, mir jetzt endlich mal Netflix-Zombie-Serie anzugucken, Black Summer. Und ich habe ja nur Negatives davon gehört, und ich habe jetzt die ersten zweieinhalb Episoden geguckt und find ich gut. Also fängt spannend an. Ich frage mich, was ist los? Man erfährt nicht zu viel. Man gewöhnt sich an Leute, aber nicht zu viel, kein Rumspoilern, keine Angst. Aber bisher, also so schlimm wieder, vielleicht wird es jetzt noch richtig schlimm mit dem Ende, ne, oder mit der Mitte der Serie, aber bisher wurde ich da jetzt gut unterhalten. Ach ja, und dann nahtlos über zum alten Star Wars Rebels T-Shirt, wobei es ist ja nicht Rebels, aber es ist halt die Rebellion, und ach, guckt euch doch die ganzen Star Wars Schiffe an. Und damit sind wir auch schon am Ende. Das war Faultiers 5, Folge 391. Ist vorbei. Euch allen schönen Start in die Woche. Macht es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bin leider etwas überdreht. Wir haben jetzt gleich 2 Uhr. In wenigen Stunden geht's wieder zum Flughafen.